Toll, dass du heute wieder dabei bist. Heute möchte ich dir gerne ein paar Tipps geben, wie du als Verkäufer einen hervorragenden Ruf aufbaust. Ich selbst bin ja über 10 Jahre lang im Verkaufsaußendienst gewesen. Ich hatte damals einen Bezirk gehabt, das waren die Regionen Ostfriesland, Emsland und die Grafschaft Bentheim. Also von der Fläche her, ich sag mal so von Süden bis in den Norden vielleicht so 140 Kilometer und vom Osten in den Westen waren es vielleicht 80 Kilometer. In dieser Fläche war ich die Firma Weller, weil ich habe damals für die Firma Weller gearbeitet. Ich war das Gesicht dieses Unternehmens. Und in meinem Bezirk gab es natürlich auch viele Mitbewerber. Es gab Großhändler, es gab andere Vertreter von Paul Mitchell, von Goldwell, von L'Oreal. Die wollten ja letztlich auch denselben Kunden etwas verkaufen wie ich. Also musste ich mir darüber Gedanken machen, was kann ich tun, damit ich als Verkäufer zum einen meine bestehenden Kunden noch besser binde, aber zum anderen auch dafür sorge, dass ich einen guten Ruf habe, sodass man mich gegebenenfalls leichter empfiehlt. Und ich hatte bei mir früher im Außendienst das Motto, ein Olli, ein Wort. Das heißt, ich war gelebte Verbindlichkeit. Meine Kunden konnten sich auf mich verlassen. Wenn ich sage, das regel ich, dann habe ich das auch geregelt. Wenn ich sage, du bekommst eine Gutschrift, dann hat er auch eine Gutschrift bekommen. Ich glaube, das ist auch ein Wert, Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, der in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, aber von so manchen Verkäufern zu wenig gelebt wird. Viele Verkäufer haben einfach das Ziel, verkaufen, verkaufen, Provision, Provision. Kunde ist mir scheißegal, Kunde ist Mittel zum Zweck, ich will verkaufen. Aber Kunden sind Menschen. Und erst recht in einem Beruf, wo man seinen Kunden regelmäßig sieht, ich habe meine Kunden alle 3 bis 4 Wochen immer wieder gesehen, muss man sich ja darüber Gedanken machen, wie kann man eine vernünftige Beziehung aufbauen. Und ich glaube, das kann man nur dann, wenn der Kunde einem vertraut. Ich habe mir beispielsweise darüber Gedanken gemacht, wie kann ich meinem Kunden den Rücken frei halten. Bei mir war das so, wenn ich die Aufträge abends eingetippt habe, so waren dann auch die Rechnungen ausgefallen. Das heißt, habe ich beispielsweise den falschen Rabatt eingegeben, kann ja theoretisch mal passieren, dann war auch die Rechnung falsch. Es hat kein anderer geguckt. Also habe ich beispielsweise immer, wenn ich meine Rechnungsdurchschriften bekommen habe, nochmal ganz genau geguckt. Hat der Kunde tatsächlich die Rabatte bekommen, die ich ihm zugesagt habe? Wenn da aus irgendwelchen Gründen etwas fehlte, beispielsweise ein Produkt war nicht lieferbar, dann habe ich den Kunden sofort angerufen und habe gesagt, hallo Herr Kunde, die Ware ist ja gestern bei dir eingetroffen, mir ist aufgefallen, das und das fehlt noch, ich kümmere mich. Viele Verkäufer sagen, nein, man muss sich doch darum nicht so kümmern. Wenn der Kunde einen Fehler sieht, das wird er einem schon gut beim nächsten Besuch sagen. Nein, so sehe ich das nicht. Ich glaube, wir müssen dem Kunden einfach das Gefühl geben, und nicht nur das Gefühl, sondern auch leben, dass wir für ihn denken und dass wir uns für ihn einsetzen. Und so habe ich beispielsweise da immer extrem drauf geschaut. Ich habe mit 3 Kunden am Tag meistens einen Uhrzeittermin gehabt. Meistens morgens um 8 oder um 9, dann zur Mittagszeit und häufig auch nochmal abends gegen Feierabend, so um 17 Uhr oder 18 Uhr. Sollte mal aus irgendwelchen Gründen ich nicht ganz pünktlich sein, selbst wenn ich nur 4 Minuten zu spät gekommen bin oder wenn es abzusehen war, dass ich zu spät komme, ich habe dort angerufen. Ich habe gesagt, hallo, wir haben ja um 18 Uhr einen Termin, ich komme 4 Minuten später. Da haben die Kunden natürlich drüber gelacht und haben gesagt, ja klar, ist in Ordnung. Es gibt auch manche Kollegen, andere Verkäufer, die sagen, man ruft doch nicht an wegen 4 Minuten. Ich finde schon. Wenn ich von meinem Kunden erwarte, er soll pünktlich sein, er soll verlässlich sein, er soll bei mir kaufen, er soll pünktlich die Rechnung bezahlen, dann muss ich doch genauso verbindlich und pünktlich sein. Also habe ich da beispielsweise angerufen. Mal gucken, was habe ich noch mir aufgeschrieben? Ware kommt nicht mit. Genau, diese Situation gab es auch. Ich habe manchmal Ware aufgeschrieben, dem Kunden also verkauft. Abends habe ich dann den Auftrag eingetippt und manchmal sagte mir mein Computer dann, Gummihandschuhe nicht lieferbar. Da habe ich dann beim Kunden angerufen und habe gesagt, du hast ja heute bei mir Gummihandschuhe unter anderem bestellt, wir können im Moment die Gummihandschuhe nicht liefern. So habe ich ihm dann also die Möglichkeit gegeben, im Zweifelsfalle beim anderen Lieferanten die Dinge zu bestellen. Diese Gummihandschuhe, weil vielleicht braucht er die ja. Würde er sie nicht brauchen, hätte er sie ja nicht bei mir bestellt. Aber es gibt manche Verkäufer, die sagen dann, naja, ich brauche den Kunden doch nicht anzurufen, wenn der irgendwelche Ware nicht mitbekommt. Das sieht er doch, wenn die Ware da ist. Aber ein Kunde verlässt sich doch darauf. Ein Kunde verlässt sich da drauf und sagt, Mensch, ich habe jetzt hier die 10 Produkte bestellt, der Vertreter ist am Dienstag da, Donnerstag kommen dann auch diese Produkte. Und wenn dann am Donnerstag nicht diese bestellten 10 Produkte dabei sind, sondern nur 9, dann hat der Kunde plötzlich Stress. Also ist es doch selbstverständlich, anzurufen beim Kunden und zu sagen, du, da klappt etwas nicht, ich habe folgende Alternativen.
Oder wenn ich keine Alternativen habe, ganz frei heraus sagen, du, das kann ich nicht liefern, bitte bestell's woanders, wenn du sie dringend brauchst, diese Handschuhe. Okay, also, lebe Ehrlichkeit. Ja, das ist extrem wichtig. Weil wenn du erstmal einen guten Ruf hast, bleiben dir die Kunden wesentlich treuer, sie sind wesentlich weniger offen für Abwerbungsversuche des Mitbewerbers und ja, sie sind auch flexibler. Sie sind einfach treuer, auch wenn du mal höhere Preise hast. Ich wünsche dir bei der Umsetzung dieser Tipps viel Erfolg. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne hier unten in die Kommentarfunktion rein. Like mein Video, abonniere mich, falls du es noch nicht getan hast. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Bis bald.